Gibst du Solana in Zukunft noch eine Chance, wenn weitere Ausfälle oder Hacks längerfristig ausbleiben und sie das Projekt positiv weiterentwickelt, oder hast du mit dem Projekt endgültig abgeschlossen? Potenzial ist ja groß, würde es die Probleme nicht geben? Potenzial ist auch immer so ein krasses Wort. Ja, was hat Potenzial? Theoretisch alles, was ich mir in meinem Kopf vorstelle, kann unfassbares Potenzial haben. Potenzial wofür? Potenzial dafür, dass das Netzwerk erfolgreich ist, dass das Netzwerk noch mehr Anwender bekommt. Ja, wenn das so ist, dann würde es bedeuten, mehr Nutzer fürs Netzwerk, mehr Netzwerkwert und damit auch steigender Token- oder Coinpreis, denn das ist genau das, was eine Kryptowährung abbildet. Die Bepreisung des Netzwerks, runtergebrochen eben auf den kleinsten Nenner, auf die Kryptowährung. Und Solana selber hat durchaus Chancen, denn Fakt ist, hier gibt es eine starke Community-Base, hier gibt es Anwender, also User, und hier gibt es vor allem auch Entwickler, die weitermachen. Hier gibt es einen NFT-Space, hier gibt es viele Potenziale aufgrund der Skalierung, gerade im NFT-Gaming-Bereich meiner Meinung nach, Massenadoption zu erreichen, gepaart mit der Idee oder der Tatsache, dass Solana als Marke scheinbar auch sehr sexy im Social-Media-Bereich wahrgenommen wird. Und am Ende ist die Außenwahrnehmung teilweise alles. Für mich als, ich sag mal, jemand, der lange im Crypto-Space unterwegs ist, ist es sehr schwierig, einem Netzwerk noch zu vertrauen, welches solche Probleme hat. Ob da Beta, Alpha oder sonst was drüber steht, muss man sich fragen, ob das nicht in Zukunft dann auch so sein wird. Sollten die Probleme für Solana gelöst werden und sollten sie weiter Nutzer generieren können, dann spricht nichts dagegen, dass der Kurs des Coins weiter steigen kann. Und dass FTX und Sam Bankman viel zu stark auf das Netzwerk setzen, wird Solana definitiv helfen können. Mehr kann ich dazu nicht sagen, denn ich persönlich, für mich persönlich ist das Vertrauen weg. Heißt nicht, dass es nicht trotzdem ein guter Investment Case sein kann.